Axel Schulrath hat im Moment wieder alle Hände voll zu tun. Bei dem Wetter wollen alle ihr Fahrrad fit für den Frühling machen. Doch dabei beobachtet er immer wieder, dass die meisten das Wichtigste vergessen, den Helm. Auch wenn es nicht Pflicht ist, ihn zu tragen. Aber gibt es nicht auch eine Pflicht der Selbstverantwortung? Das heißt, für sich selber zu sorgen, selber die Sicherheit auch zu haben. Ich glaube, das ist doch Verpflichtung genug. Warum müssen wir da jetzt noch einen Paragraphen erfinden? Es reicht aber nicht nur, einen Helm zu haben. Der richtige Sitz ist wichtig, denn es gibt viele unterschiedliche Kopfformen. Einen guten Sitz gewährleisten können. Das heißt, er muss waagerecht oben sitzen. Zwei Finger über der Nasenwurzel. Und wenn wir jetzt das Gurtsystem hier nehmen, dass das hier gerade runterläuft im gleichmäßigen Winkel, sodass es dann hier unten gut schließt, dass es nicht im Halsbereich, sondern direkt unter dem Kinn zum Sitzen kommt. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten können Helme manchmal Leben retten. Der Trend geht nämlich hin zu E-Bikes. Ohne es richtig zu merken, kann man hier schon mehr Geschwindigkeiten von 25 km/h und mehr erreichen. Denn ein Motor erleichtert das Trampeln. Unterstützung erfolgt im Prinzip, Sie haben hier eine Batterie. Das ist sozusagen Ihre zusätzliche Energiequelle. Unten haben wir den Motor, der Sie dann während des Tretens unterstützt. Das System erkennt, mit welcher Kraft Sie sich bewegen und gibt dann zusätzlich nochmal Rückenwind hinzu. Je nach eingestellter Unterstützung hält ein Akku zwischen 80 und 150 Kilometer. Aber wenn man bei der Frühlingsrunde einen Stopp im Café macht, kann der Akku ja gleich kurz aufgeladen werden. Viel besser.